Hallo, ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich. Heute wieder zu Gast bei mir, die liebe Anja Schäfer. Und wir haben uns heute aus einem ganz bestimmten Grund heute hier zusammengefunden, weil, und das möchte ich euch jetzt gleich zeigen, weil die liebe Anja ihr erstes eigenes Buch geschrieben hat mit dem Titel Venus und ich. Und ich weiß ja, ich bin selber Verleger und habe auch schon ein paar Bücher verfasst. Und das erste Buch ist immer was ganz Besonderes, wenn man sein erstes Baby in der Hand halten kann. Das hat schon immer was ganz Besonderes. Und da möchte ich einfach heute im Zuge unseres Gespräches mit der liebe Anja ein bisschen über ihr neues Werk sprechen, Venus und ich. Und ich habe selber schon ja ein bisschen reingelesen und habe auch schon die Danksagung. Sie hat mich da ja freundlicherweise auch erwähnt. Danke, liebe Anja. Und auch die erste Kapitel habe ich mal so quer gelesen. Und ich kann euch wirklich sagen, da gehört auch wirklich viel Mut dazu, sich so zu offenbaren. Ja, sie hat auch ihre ganz persönliche eigene Geschichte drin mit dem Mustafa, wie sie ihn damals kennengelernt hat und wie der ganze Entwicklungsweg geht. Und da gehört viel, Anja, da gehört viel Mut dazu, sich so zu offenbaren. Aber ich finde es wirklich klasse, dass du jetzt endlich aus dem Schatten von der Omnic rausgetreten bist. Ich habe dir ja letztes Jahr schon mal das erste Mal die Bühne bei mir gegeben, auch auf dem Kongress. Da hast du auch einen ganz tollen Vortrag gehalten. Und ja, und wie gesagt, ich habe noch nicht alles reingelesen, aber es sind hochspannende Themen drin und da wollen wir einfach jetzt im Zuge des Gesprächs ein bisschen uns drüber austauschen. Liebe Anja, vorab erstmal, was war so dein Denkanstoß oder deine Motivation, das Buch zu schreiben? Und wie ich ja so mitgekriegt habe, ist das Buch in relativ schneller Zeit geschrieben worden. Also Hut ab, ich ziehe wirklich mein geistiger Hut vor dir. In so kurzer Zeit, ich glaube in 3 oder 4 Wochen, wo der Urlaub in der Türkei war, hast du das grobe Manus, 2 Wochen das grobe Manuskript schon mal abgeschrieben oder zu Papier gebracht. Und dann kommen natürlich noch die Feinheiten, das ist schon ganz klar. Aber in so kurzer Zeit, so 300 Seiten Buch mal auf Papier zu bringen, da ziehe ich wirklich meinen Hut vor dir. Und wenn ich so ins Inhaltsverzeichnis reinschaue, du kannst ja gerne mal, wir haben das ja abgesprochen, du kannst gerne mal den Zuschauer von meinem Kanal mal kurz das Inhaltsverzeichnis gehen, kurz einblenden, dass sie mal sehen können, was in dem Buch dem Leser erwartet. Und noch eine kleine Info. Natürlich ist das Buch bei mir. Ihr seht ja, ich habe ja extra meinen Alstern Verlagaufsteller hinter mir. Gibt es natürlich auch bei mir in meinem Verlag zu bestellen. Ich werde dann auch den Link direkt zu dem Buch dann noch unter der Videobeschreibung noch reinstellen. Und ja, dann wollen wir doch einfach mal die liebe Anja fragen, was so ihre Motivation war. Und dann steigen wir einfach mal ein. Ja, liebe Anja. Ja, vielen Dank, lieber Rainer. Ich bin hier gerade ein bisschen konfus mit meinen Bildschirm freigeben Geschichten. Und zwar zeige ich mal das kurz das Inhaltsverzeichnis, weil du es gerade erwähnt hast. Also es als Einblick sozusagen, damit man Oh. ein Eindruck bekommt, ja, das ist, aber bevor ich jetzt in jedes einzelne Thema reingehe, werde ich lieber erstmal deine Fragen beantworten und zwar, was mich dazu bewogen hat, es zu schreiben. Also du hast ja auch im Vorgespräch erstmal vielen Dank für deine Einladung und dass du mir die Möglichkeit gibst, das jetzt hier über deinen Kanal, zu erzählen, dass ich dieses Buch jetzt veröffentlicht habe. Das ist, wie du sagst, sehr was Besonderes und es ist wirklich, wie du auch angedeutet hast, etwas sehr Inniges. Es ist ja kein theoretisches Fachbuch,
Über die Themen, die ich jetzt gerade kurz eingeblendet habe. Also es sind natürlich Themen drin, die heute in aller Munde sind, wie zum Beispiel Atlantis und die zwei Entwicklungsrichtungen oder zwei Zeitlinien, in die die Menschheit und die Erde sich gerade entwickelt oder die Reise der Seele, die Ebenen des Bewusstseins. Also es deckt sehr viele spirituelle und zeitnahe Themen ab. Aber der rote Faden durch dieses ganze Buch ist meine persönliche Geschichte, um die sich diese ganzen Themen sozusagen rumräufeln oder rumentfalten. Das Buch hat ja den Titel, wie du gesagt hast, Venus und ich. Und mein erster Titelimpuls war es zu nennen, meine zyklische Existenz. Ich habe mich dann dagegen entschieden, auch aufgrund einer Empfehlung von einer Freundin von mir, weil es so trocken klingt irgendwie. Und aber letztlich ist das immer noch so ein insgeheimer, verborgener Untertitel, weil das Buch ist tatsächlich nicht linear. Es ist nicht linear geschrieben und es ist von der Energie her auch nicht linear, sondern eher zyklisch, mehrdimensional. Und das kann man praktisch empfinden oder erfassen, wenn man sich reinbegibt. Also wenn man den roten Faden liest, dann räufeln sich auch beim Leser für sich selbst, so ist es mir rückgekoppelt worden von meinen Probelesern, eigene Gedanken, Inspirationen und Prozesse auf. Also es ist nicht einfach nur Information, sondern es ist mehrschichtige Information. Ja, ich glaube ja, das habe ich ja auch in dem ersten Kapitel gelesen, so deine Jugendliebe, mein Mustervater warst ja du noch ein junges Mädchen, ja. Und es ist ja ganz klar, ich meine, man macht ja verschiedene Entwicklungssprünge oder Entwicklungsphasen durch. Und es ist selbstverständlich, ich würde heute auch viele Dinge, die ich vor 10, 15 Jahren so niedergeschrieben habe, nicht mehr so formulieren, weil ich heute aus einer anderen Perspektive einen höheren Blick auf die Zusammenhänge habe. Und das macht es ja so interessant. Damit offenbarst du dich ja von deiner Entwicklung vom jungen Mädchen zur gereiften Frau, zur Anja von heute, ja, die natürlich aus diesen ganzen Lebenserfahrungen genau zu dem Punkt sich entwickelt hat, wo sie ja heute steht. Und das ist doch mehr oder weniger, kann man ja auch sagen, fast jetzt mal so, mein erster Gedanke, wo jetzt dazu reinkommt, so eine Art Biografie deines Lebens, was du jetzt so zyklisch durcherlebt hast und was dich eben jetzt auch eben dazu bewogen hat, ja, zu sagen, okay, ich zeige mich jetzt, ich stelle mich ganz offen hin. Ich finde es ja klasse, wenn du jetzt sagst, die Botschafterin von der Venus. Wir haben ja in Deutschland, man hört viel über die Plejaden, Syrianer, Arcturianer, aber von der Venus, wir kennen es zwar von der Omnek in Amerika drüber, aber ich finde es auch gut, wenn du dich jetzt zusätzlich mit deinem Wort zeigst und sagst, hallo, es gibt hier auch eine Botschafterin von der Venus. Finde ich super, finde ich ganz toll. Danke, Rainer. Gerne. Ja, also von der Formulierung her, es ist ein bisschen spitz, finde ich, aber ich würde jetzt natürlich eher, wenn überhaupt, sagen, der Venusia, weil ich selbst bin ja nicht so direkt von der Venus wie die Omnek. Deswegen nenne ich mich auch wirklich nur, eigentlich nenne ich mich gar nicht so. Ich habe sogar ich entschieden, das englische Buch nicht genauso zu nennen, weil ich für den internationalen Raum im Moment mich noch gar nicht mit Ambassador of the Venusians, also der englischen Exaktübersetzung, identifizieren kann. Das für den Deu irgendwie hat es für Deutsch für mich gepasst, für Englisch heißt das Buch, hat das einen anderen Untertitel, und zwar Meine Reise der Erinnerung an meine Seelenmission. 25 Jahre mit Omnek Onek.
Und das ist eigentlich wirklich das, was in der Tiefe in diesem Buch drin ist. Es geht nicht nur um dieses Leben, es geht eigentlich wirklich um die Seele. Es geht um die Seelenerinnerung und die ist mehrdimensional und die ist auch zeitmäßig nicht begrenzt auf diese Existenz. Und darauf gehe ich ja auch in meinem Buch ein, dass ich also auch solche Sachen wie ich sie nenne, Einweihungen erlebt habe im Laufe meines Lebens. Also das sind praktisch Prozesse oder Initiationen, die bestimmte Bewusstseinsprozesse ausgelöst haben und ganz große Transformationsprozesse in mir angetriggert und in die Entfaltung gebracht haben. Und das fing mit Omnek an vor fast 30 Jahren, also vor etwas mehr als 25 Jahren. Und die Geschichte, die ich jetzt aufgeschrieben habe oder die ich praktisch ausgegossen habe, ja, ich habe der wirklich, wie du gesagt hast, das innerhalb von 2 Wochen praktisch geschrieben. Es waren nur noch 2 Kapitel, die ich dann in der Türkei nicht mehr geschafft habe, physisch zu schreiben. Die habe ich dann zu Ende geschrieben, als ich nach Hause kam. Und dann habe ich es direkt Probelesern gegeben. Und es ist relativ schnell in den Satz gegangen und jetzt eben sogar in den Druck, auch im Hinblick auf meine Präsenz auf deinem Kongress nächstes Wochenende, wo du mir ja erlaubst, dass ich das da auf dem Büchertisch anbieten darf und dass ich es auch kurz vorstellen darf. Das war so meine Zeitdeadline sozusagen, dass ich mir gesagt habe, ich möchte es gerne bis Ende Mai fertig haben. Und jetzt ist fast sogar schon das Englische fertig, ne? Ja, super. Also die Botschafterin der Venusia sozusagen, die ist jetzt hier zwar im Moment eine Deutsche, aber es geht prinzipiell echt um die Fortführung der Energie, die die Omnek gebracht hat. Und das ist nicht so persönlich. Das ist einfach so, dass ich als Seele mit Omneks Seele, wir sind, ich würde sagen, auf einer höheren Perspektive, sowas sind wir über eine Art Überseele sehr, sehr eng miteinander verbunden. Wir haben unglaublich viel Ähnlichkeiten. Das merke ich täglich, in dem, wie ich mich in diese Energie hinein entwickle, wie ich mich immer wieder selbst erkenne auch in Kleinigkeiten, die so ähnlich sind wie Omnek damals war, als sie anfing mit ihrer Öffentlichkeitsarbeit. Und dazu gehört zum Beispiel auch echt dieses persönliche Auspacken. Das ist ein Teil dieser Mission, dass man sich wirklich mit diesen ganzen Erfahrungen und Verletzungen und Verletzlichkeiten auch zeigt, weil das ist der Weg, wie sie auch überwunden werden können und wie wir in die Heilung und in die Bewusstseinserweiterung finden. Das ist nicht alles nur Theorie, das ist gelebtes Leben. Mein Buch enthält praktisch diese ganzen gelebten Lebenserfahrungen über die Liebe vor allen Dingen. Deswegen, du hast es ja auch angedeutet, deswegen greift das Buch, da beginnt es ja. Nach 33 Jahren kehre ich zurück in die Türkei, um einen Zyklus abzuschließen. Und dieser Zyklus war eine große Liebesgeschichte, die 33 Jahre zuvor dort begonnen hat mit einem Mustafa. Ja. Ja, wunderbar. Und über mein ganzes Leben ging es um die Liebe. Es geht auch für den Rest meines Lebens, das ja nie aufhört, immer nur um die Liebe. Es geht in Wirklichkeit um nichts anderes. Ja, es geht um die Erweiterung, um die Öffnung des Herzens, um die Erweiterung des Bewusstseins und um die Anerkennung der innewohnenden Essenz, die nichts anderes ist als Liebe. Und das ist über Worte. Die Worte sind nur die Transportmittel. Die Energie, die Frequenz, die damit transportiert wird, ist die Anbindung an die göttliche Essenz, die wir alle in Wahrheit sind, und das ist Seele. Und dieses Buch, was ich geschrieben habe, also dieses Ausgießen kam zustande durch die Erinnerung, also durch die Erinnerung der Erinnerung, dass ich Seele bin und dass ich gekommen bin in diese Inkarnation mit einer bestimmten Absicht. Und die liegt darin, mich vollkommen zu erinnern. Mich vollkommen zu erinnern an das, was ich wirklich bin. Dass ich in Wahrheit wirklich eine Seele bin, ein Lichtwesen, dass ich geliebt bin, dass ich Liebe bin und dass ich diese Liebe verkörpere. Und das ist total individuell und trotzdem nicht persönlich. Und diese Venus-Linie sozusagen
ist auch nicht fixiert auf den Planeten Venus. Die Venus ist so, sozusagen wie unser Schwesterplanet. Das ist ein Planet, der physisch der Erde am nächsten ist und der rein astronomisch und rein physikalisch ihr auch sehr ähnlich ist. Und dadurch, dass viele auf der Erde venusische Erinnerungen in sich tragen und viele Seelen inkarniert sind, die einfach auch schon früher vor Millionen von Jahren auf der physischen Venus inkarniert waren, gibt es da einfach eine ganz große Nähe und Verwandtschaft. Und aus diesem Grund ist ja auch Omnek gekommen 1955, um diese Erinnerung den Menschen zurückzubringen. Und sie hat sie mir gebracht sozusagen und ich habe sie jetzt sozusagen ziemlich intensiv empfangen und entpackt im Laufe meines Lebens und habe sie jetzt ausgegossen. Und das ist jetzt der Schritt sozusagen in die Veröffentlichung und deswegen ist dieses Buch entstanden. Ja, sehr schön. Meine Hunde kommen auch wieder beide rein, wo du in die Die Liebe sprichst. Ist gleich mein Schamanerhund, die Sola, kommen. Jetzt ist meine Alina, man sieht sie am Hintergrund, hat sich auch gerade mal schnell hier Die ins ist ja Wohnzimmer schwanger, gebracht. ne? Nee, die kriegt Die ist jetzt bald schwanger. Babys, ja, genau. Ja, liebe Anja, wollen wir vielleicht mal in das Thema noch ein bisschen vertiefen? Du hast ja auch verschiedene Kapitel. Ich habe mir da jetzt mal ein paar Stichpunkte rausgeschrieben. Du hast ja auch was über Atlantis. Und wenn ich das richtig verstanden habe, da gibt es auch einen direkten Bezug zu dem Kapitel der Diskus von Festus. Ja, möchtest du noch mal ein bisschen drüber erzählen, wie die Sachen zusammenhängen. Sehr gerne. Also der Diskus von Festus, siehst du den jetzt? Na, ich habe jetzt nur deine Bilder auf dem Schirm, aber nicht in groß. Ach Gott, ich kriege das manchmal immer. Manchmal kriege ich es total schnell auf die Reihe und manchmal kriege ich es irgendwie gar nicht. Alles gut, wa? Alles Warte gut. Bleib in mal. der Ruhe. Also, Alles gut. der Diskus, ich sehe den. Jetzt klicke ich da noch mal drauf. Genau, dann einfach auf Bildschirm. Da, jetzt kann Jetzt er. Atle, super. Also, das ist jetzt, das sind Fotografien, die ich gemacht habe im Museum. Ja. Ich habe ja hier auch ein Teil, ein Ding, also ein physisch, so ungefähr sieht der tatsächlich auch aus. Ja. Ja, also für die, die ihn noch nie gesehen haben. Der Diskus von Festus ist das sind jetzt ein paar lineare Fakten, 3D-Fakten. Es ist ein Fundstück, ein einzigartiges Fundstück, das 1908 im Archäologischen Museum, Quatsch, in der Ruine, also im Süden von Kreta in Festos gefunden wurde, bei Ausgrabungen. Und seitdem hängt er auch im Archäologischen Museum in Heraklion. Er ist einzigartig, weil er von den Symbolen her, wie man sie jetzt ja hier sehr schön auch sehen kann, in keiner Weise mit einem anderen Fundstück zu vergleichen ist. Es gibt also kein anderes Ding, was auf der Erde gefunden worden ist, was dieselben Symbole trägt wie der Diskus. Und ich behaupte, also meine innere Wahrnehmung ist, dass er auch nicht entzifferbar ist mit herkömmlichen Methoden, weil er multidimensional ist. Deswegen ist er aus meiner Sicht auch nicht in eine einfache Sprache zu übersetzen, sondern, und das hat er mit der Venus-Energie gemeinsam, er trägt eine Ausstrahlung, also das heißt, das Wesen, das diesen Diskus einst hergestellt hat, das ist eine Ton, er ist aus Ton gemacht und ein Wesen, ein Mensch, wer auch immer, hat diesen Diskus einst hergestellt und hat da Stempel in einen feuchten Ton eingedrückt. Das kann man ganz deutlich erkennen. Und diese Einprägung, also diese Einprägung macht den Diskus zu etwas, was ihm eine Ausstrahlung verleiht.
Das heißt, er ist wie ein Buch oder wie die Venus oder wie irgendetwas, was andere auch kennen. Ja, es gibt ja noch andere Artefakte, die eine besondere Energie tragen oder Kristallschädel zum Beispiel. Die kennen auch viele, ja. Oder die Pyramiden. Also es gibt einfach bestimmte Dinge und Gegenstände und Artefakte und Orte auf der Welt, die tragen Frequenzen und Energien in sich. Und meine Erfahrung, meine persönliche Erfahrung, über die schreibe ich ja ausführlich in dem Buch, ist die, dass ich mit diesem Diskus in Kontakt gekommen bin. Und zwar über eine Firma, in der ich mal gearbeitet habe im Jahr 2000. Und er mich und ich durch ihn eine Einweihung erlebt habe. Das heißt, rein von der Erfahrung her war es tatsächlich so, dass aus dieser Mitte dieses Diskus, ich habe hier auch eine alte Broschüre von dieser Firma, an der ich gearbeitet habe, und das war ein DIN A1 Poster, das hing auf dem Flur, wo ich immer jeden Tag kopiert habe, und eines Tages sind der Diskus und ich in Kontakt gekommen. In bewussten Kontakt, und ich habe einen Lichtstrahl empfangen aus dem Zentrum dieses Posters, ja, in mein drittes Auge. Ah ja. Und dann ging die Post ab sozusagen. Also ich war energetisch zwar schon angehoben und vorbereitet, aber als dieses Ereignis eintrat, wusste ich sofort, ich muss nach Kreta. Das hatte auf einmal so eine, es war wie eine Botschaft. Der Diskus hat mich gerufen, ja, und hat mir echt das dritte Auge aufgemacht. Ich habe das auch gefühlt durch ein Kribbeln und durch eine Ausdehnung und so und durch ein Licht. Also es war richtig physisch und energetisch spürbar. Und diese ganzen Prozesse, die dadurch initiiert worden sind, die sind dann eigentlich über die nächsten 20 Jahre gelaufen, kann man sagen. Auf jeden Fall, war das eine dieser besonderen Bewusstseinserweiterungen, und die hat mich auch von meiner Erinnerung nach Atlantis zurückgeführt. Ah ja. Weil als ich dann tatsächlich in Kreta war, einige Monate später, und dort dann zum ersten Mal auch in diesen alten Steinen rumgelaufen bin, in Phaistos, da habe ich diese ganzen Erinnerungen, da war ich so angekommen, weißt du, ich bin voll integriert gewesen zu dieser Zeit als das androgyne Lichtwesen, als das ich erinnerungsmäßig vor unbestimmter Zeit mal auf die Erde gekommen bin, um hier abzusteigen und in Reinkarnationszyklen zu landen. Ja, Ja, das also ist bumm. Wumme. Also ich habe mich erinnert an meine Existenz als androgynes Lichtwesen. Ich war 3 Meter groß, von der Wahrnehmung her, war total integriert, super ausgedehnt, völlig glückselig, also echt in einem blissvoll mega Lichtzustand. Und dann sind diese Erinnerungen gekommen, und diese Multidimensionalität zum ersten Mal ist extrem intensiv gewesen, inklusive der Erinnerung an die Herstellung des Diskus von Phaistos. Nicht konkret, ich habe keine konkreten Bilder, aber ich habe mich erinnert, dass wir damals sozusagen Erinnerungsstücke kreiert haben, weil wir wussten, dass wir ein paar tausend Jahre später uns wieder erinnern wollen, so wie Hänsel und Gretel da ihre Steinchen im Wald hinterlassen haben, damit sie dann wieder zurückfinden. Und für mich war die Begegnung mit dem Diskus von Phaistos ein mega Rückerinnern an meine Existenz, an meine erste Zeit auf der Erde und warum ich hierher gekommen bin, wer ich wirklich bin, und dass wir jetzt wirklich in die Zeit der Transformation der Erde eintreten, dass ich darum auch inkarniert bin, um die ganzen Reinkarnationszyklen zu vollenden und abzuschließen und um mir und der Erde dabei zu helfen, in eine höhere Frequenz wieder aufzusteigen, die wir damals schon mal hatten. Sehr schön, da hast du mir jetzt ein wunderbares Stichwort gegeben, weil das ist auch genau das, liebe Anja, was ich gerade ganz verstärkt auch bei mir feststelle, vor allem bei den Menschen, die zu mir geführt werden. Und ich stelle jetzt einfach immer mehr fest, dass ich habe ja auch mal in meinem Kanal ein kleines Video dazu gemacht, dass ich jetzt auch das Gefühl habe, dass ich jetzt auch zusehends mit dieser Frequenzanhebung, ja,
Das ist natürlich ein Prozess, der geht nicht von heute auf morgen. Das ist klar, das ist ein Entwicklungsprozess. Wir haben ja noch bis 2030, um diese Prozessstufe stufenweise hochzugehen. Aber ich kriege gerade auch verstört mit, dass viele jetzt immer mehr den Zugang zu den multidimensionalen Ebene bekommen. Das heißt, dass das Wissen jetzt langsam wieder in uns fließt, dass wir viel mehr sind, wie was jetzt hier zum Ausdruck kommt, ja, dass wir uns wieder erinnern, so wie wir, wenn ich jetzt eine Rückführung mache, an frühere Leben erinnern darf oder kann, so habe ich jetzt auch die Möglichkeit, mich an Leben auf andere Welten zu erinnern. Das passiert ja vorwiegend bei mir ja auch in de, bei den Seelenreisen. Und vor allem gerade viele Frauen merken das gerade, dass sie den Zugang haben. Männer sind eher noch so, da sind noch all die Programme, jetzt ist auch die Zeit gefordert, noch die Leichen im Keller aufzuräumen. Ja, die alten Geschichten wollen jetzt noch in Liebe transformiert werden, damit die Seele einfach den Weg gehen kann, den Weg des Aufstiegs peu à peu, Stück für Stück weitergehen kann. Ja, und deswegen komme ich jetzt auch gleich zum nächsten Punkt, weil das ist ja auch ein Thema, das ich ja auch immer wieder rede. Die verschiedenen Zeitlinien oder wie du im Buch beschrieben hast, ja, da hast ja auch ein spezielles Kapitel, zwei verschiedene Entwicklungsrichtungen, weil das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich merke jetzt auch, ich schaue mir ja auch viele Beiträge von anderen an und das Thema, das wird auf einmal auf sämtliche Kanäle thematisiert, verschiedene Zeitlinien, Entwicklungsrichtungen. Einmal die höher schwingende Zeitlinie, auch dass Mutter Erde jetzt in die Transformation kurz vor der Neugeburt steht. Also da haben wir schon damals 2022 am 11. August war der Impuls schon richtig von uns, das Video in den Raum zu geben. Es geht wirklich darum, die Menschen jetzt dahingehend zu bringen, wirklich an dieser Vision mitzuarbeiten, weil wir gestalten jetzt tatsächlich die neue Welt. Ja, da geht es nicht darum, ob ich jetzt recht habe, Gottes Wille. Nein, es geht darum, die Menschen aufmerksam zu machen, dass hier was Großartiges jetzt wirklich geschieht. Ja, was hast du da für eine schöne Grafik drin? Erklär uns die mal bitte, liebe Anja, was ich gerade sehe. Ja, ich könnte jetzt auch auf so viele Punkte, die Ja, du ich weiß beschrieben schon, wenn man mal im hast. Redefluss ist, geht mir auch so. Da kribbelt mir dann manchmal alles durch und durch. Ja. Zum Beispiel, was du gesagt hast, dass die Erde, also die Frauen gebären. Ja. Die Frauen gebären. Und die Erde wird über, also die Frauen sind die, die das. Oder ich sage es mal so rum, dass die Feminine, also das göttlich-weibliche, jetzt nicht speziell, das göttlich-weibliche kann auch in Männern sein. Das ist von der Frequenz her das, was zuerst erwacht, weil es das ist, was die neue Erde gebiert. Und deswegen sind es meistens die Frauen, seit Jahrzehnten sind es meistens die Frauen, die in der spirituellen und in der esoterischen Szene die Haupt Akteurinnen sind, die Hauptinteressierten sind, die meisten Bücher lesen, die meisten Seminare besuchen. Ja, stimmt, ja. Das ist das eine. Und das ist eben auch die Sache, weswegen es gerade auch das göttlich-männliche so viel Liebe und Heilung, wir alle brauchen ganz viel Liebe und Heilung, aber das ist ein Teil der neuen Zeit und der Transformation der Erde, dass das göttlich-weibliche und das göttlich-männliche jetzt wieder in die Vereinigung findet, in die Verbindung findet, in die gesunde Verbindung findet. Ohne, deswegen braucht es diese krasse Transformation über unsere Körper, über unsere Bewusstseine, damit diese patriarchalen Strukturen aufgebrochen werden. Und das ist das, wo meistens die männlichen Energien noch stärker mit verbunden sind als die weiblichen Energien. Die weiblichen erwachen zuerst, machen sozusagen ein bisschen Tohuwabohu und Kahlschlag, ja. Aber wir brauchen diesen, genau, also das ist der Grund, weswegen die weibliche Energie sozusagen zuerst am Erwachen ist, weil sie ja die neue Erde gebiert, ne? Genau.
Und diese Grafik, also die habe ich ja auch in der Türkei gemacht, also auch im Rahmen meines Buches, als ich dann zum dritten Mal das Video mir von Robin Kaiser angeschaut und angehört habe. Es ist ja nur ein Audio, das heißt der Aufbau der Matrix. Das fand ich so schön erklärt und dargestellt, weil was mir daran so besonders gefällt, ist, dass in diesem Weltenaufbau oder in diesem Aufbau der Matrix, in diesem Aufbau der Weltenkonzept, wenn du so willst, es nichts außerhalb von Gott gibt. Es gibt also nicht Gott und einen Gegenspieler, die sich die Köpfe einschlagen, sondern alles ist, so wie es hier dargestellt ist, in diesem göttlichen Einheitsbewusstsein, in Wahrheit. Es gibt nichts außerhalb dessen. Und innerhalb dessen gibt es dann die Spiegelwelten und die Unterwelten und die Untermatrizen oder Matrixen sozusagen, in denen dann die Spaltungen passieren und die dualen Welten passieren sozusagen. Ja? Und das ist hier in dieser Darstellung anschaulich. Wenn man sich das mal anschaut, dann sieht man, dass es sozusagen dieser äußere Kreis, also dieser beige Kreis, wo auch Liebe drüber steht und dieses rote Herzchen und die Krone, das steht natürlich für Bewusstheit, für erleuchtetes Bewusstsein, also sich selbst die Krone aufsetzen, wissen, wer ich wirklich bin, ist die Krone. Ich bin ein Teil von Gott, Genau. diesem göttlichen Bewusstsein und in der Liebe. Und die Liebe ist alles, was ist. Das ist sozusagen das, was der ganzen Schöpfung hier diesen Rahmen verleiht. Oder wo alles, wo es gibt nichts, was es nicht ist. Und dann, so erklärt es der Robin Kaiser, gibt es eben eine Spiegelmatrix, also eine Spiegelwelt. Das ist diese rosane Welt, die zweite Matrix. Das sind die Spiegelungssphären oder die dualen Lebenserfahrungsspektren. Und da ist ja jetzt schon diese Erde mit der Aura drin, ja, mit diesem Aurafeld. Und das entspricht dieser 5D-Erde, also dieser lichtvollen Erde, in die wir uns jetzt wieder hin entwickeln, wo ich vorhin erzählt habe, wo wir schon mal waren und wo wir jetzt nach einer Ewigkeit von dualen Welten und Zerklüftungen und Kriegen und Trennung des männlich-weiblichen und diesem ganzen Kriegszirkus, wo wir jetzt endlich uns darüber hinaus entwickeln können, also freiwillig. Jede Seele entscheidet freiwillig, welchen Zug sie nehmen will. Und die unteren Felder hier in dieser Grafik, ja, also das, was da unten so lila dargestellt ist, da steht jetzt dritte Matrix, 3D. 3D-Zeitalter ist vorüber, die Übergangszeit ist jetzt. So, und jetzt entweder Richtung 5D kann ich entscheiden oder ich gehe Richtung, und so nennt es der Rubin Kaiser in dem Fall 2D. Also es ist eine noch tiefere Matrix als die 3D, die wir schon kennen. Und das ist mit dieser Negativzeitlinie gemeint, mit der in der Trennung und Angst und Leid noch intensiver werden und noch größere Abspaltung vom Göttlichen vorherrscht durch die Entmenschlichung, also durch die Digitalisierung und durch den Transhumanismus, Genau. durch die künstliche Welt, die KI, die künstliche virtuelle Welt, die digitale Matrix. Und das ist das, wo eben jetzt im Moment in dieser Übergangsphase ist. Genau, wo es eben, deswegen ist die auch so schwarz dargestellt, diese 2D-Erde. Also da ist dann keine Individualität mehr. Keine Freiheit mehr, da ist man dann sozusagen absorbiert in diesem künstlichen, nicht mehr biologischen Organismus, sondern man verschmilzt sozusagen mit einer künstlichen virtuellen Welt. Ja, Siehst das du? ist ja genau das, was die Agenda von Klaus Schwab ist, ne? Und Ganz genau. die Und ganze wie du ja schon gesagt hast, dass der Grund, weswegen wir das hier zeigen oder ich das zeige und warum ich auch praktisch kann ich jetzt sagen, da bin und dieses Buch auch geschrieben habe, ist wirklich, um uns daran zu erinnern, dass wir die Schöpfer sind. Also das Erste, was ich von Omnek gehört habe, das Erste, was ich wirklich von ihr gelernt habe oder gehört habe, ist: Imagination is the key to creation. Das ist, die Vorstellungskraft ist der Schlüssel zum Erschaffen von Wirklichkeit. Die Vorstellungskraft ist der Schlüssel zur Schöpfung. Und
Nur wenn wir uns daran erinnern, dass wir selbst göttlich sind, dass wir selbst Schöpfer sind, dann können wir auch bewusst erschaffen. Und die Welt, so wie sie sozusagen jetzt ist, oder diese 2D-Welt, die sich jetzt gerade entwickelt, das ist eben genau die Welt, die uns vorgegeben wird oder die schon existiert. Sie ist praktisch entweder von anderen gesteuert, die wir, ja, so nach dem Motto Klaus-Schwab-Agenda als Symbol, oder der wir unbewusst weiter Energie geben und sie damit aufrechterhalten und weiterhin nähren. Unsere bewusste neue Welt erschaffen wir durch bewusstes Energiegeben dessen, was wir wirklich wünschen. Wirklich der Imagination, sich vorstellen, wie ich mich freue, wie die Welt sich freut, wie sich alle Liebenden finden, wie die Natur erblüht, wie jeder in seiner Kraft ist, wie jeder seine Individualität zum Ausdruck bringt, wie jeder seine Kinder fördert, anstatt ihn irgendwelchen Müll in seine Gehirne reinzustopfen, sondern wirklich ihm hilft zu entdecken, hey, wo ist deine größte Stärke, was ist dein größtes Talent? Alle sind individuelle Juwelen und alle haben das Geburtsrecht als Seele, vollkommen glücklich zu sein, vollkommen frei zu sein und vollkommen sie selbst zu sein. Und dieses Recht dürfen wir uns jetzt sozusagen zurückerobern. Und das geht über Bewusstheit und über die Herzöffnung. Wow, das hast du ganz, ganz toll erklärt. Ich habe einen Gänsehautschauer nach dem anderen bekommen. Und ja, da gibt es überhaupt nichts mehr dazu zu erklären. Da bin ich absolut bei dir, liebe Anja. Und ja, das ist ja auch meine Intention. Und ich will ja jetzt auch, habe für mich jetzt klar die Entscheidung, den Weg gewählt. Den Weg konsequent zu gehen, die Menschen wirklich dahingehend zu bringen, wieder ihnen bewusst zu machen, ja, wie du das ja auch gerade eben so wunderschön erklärt hast, dass wir wirklich göttliche Schöpferwesen sind. Und dann sollte man sich wirklich immer wieder zentriere in die Mitte nehmen und sich jeden Tag wieder täglich wieder überprüfen, was denke ich gerade, wo lenke ich meine Energie hin, ja. Und deswegen tue ich ja auch bei mir, meinem Altstandskanal, hauptsächlich positive Energien, weil, aber es ist doch interessant, komischerweise, die Menschen springen immer auf die Headlines an, ach, das ist schlimm und das passiert und das, da gehen die drauf und das Positive, aber das ist ja genau, das hat nichts damit zu tun, dass man sich von der 3D-Welt abwendet. Ich schaue auch, was in 3D passiert. Aber, jetzt kommt das große Aber. Ich lasse mich nicht mehr triggern, sondern ich fokussiere mich auf das Positive und ich kann das wirklich auch jedem dort draußen wirklich mal im Eigentest selber mal zu testen, wie sich das anfühlt. Gehe ich mit Freude, mit einem guten Gefühl raus, spreche ich die Menschen auf der Straße an, lächle sie an und grüße. Ich wünsche ihnen einen wunderschönen guten Tag. Zum Beispiel, manchmal wird man ein bisschen komisch angeschaut, als ob man vom anderen Stern wäre, aber Ja, das macht auch. nichts, das sind wir ja auch, ja, aber es macht ja auch gar nichts. Aber man merkt auf einmal, wenn man das öfters mal für sich so innerlich praktiziert, wenn man zum Bäcker geht und seine Brötchen holt und immer freundlich ist, plötzlich kommt ein Lächeln einem entgegen und das macht doch viel mehr Freude und hebt einen doch viel in eine höhere Energie. Und möchte ich noch ganz kurz was einfügen. Ich fand das sehr schön. Ich hatte gestern ein Video von der Susanne Lori, die ist auch Psychologin, die ist auch bekannt und die hat gestern auch interessanterweise oder am Muttertag das Thema verschiedene Zeitlinien aufgenommen und die hat es dahingehend sehr gut erklärt, wie das mit der Matrix funktioniert. Die hat es nämlich auf ein schönes Bildnis runtergebrochen, wo viele leichter verstehen. Die sagt, wir müssen uns die 3D-Matrix vorstellen wie eine löchrige Wasserleitung, ja, und überall korrosiert die Wasserleitung und das Wasser entflieht und geht überall raus. Und das System versucht natürlich jetzt diese ganzen Löcher zu flicken, weil die merken ja, dass die wissen bereits schon, dass sie verloren haben, ja. Die versuchen jetzt nur noch mit allen Mitteln, die Flicken zu und zu
dicht zu machen, ja. Und sie hat es ja auch wunderbar erklärt in Bildnisse. Aber man kann sich so vorstellen, das Wasser hat ja verschiedene Aggregatzustände. Deswegen will man ja, Anja, diesen Planeten entseelen, dass die Menschen immer mehr in die Angst gehen, in die Kälte gehen. Und was passiert mit Wasser, wenn es in die Kälte geht? Es gefriert, also bleibt es schön in der Leitung. Und das andere fließt vielleicht ab und dann kann das Wasser, wenn das erhitzt wird, ja, dann wird es zu einem Dampf und dann kann das aus der Löcher, aus der, wie sie es erklärt hat, die hat es wunderbar erklärt, aus diesen Löchern heraus in der innere Höhe als Wasserdampf, als Bildnis jetzt gesprochen, in die höhere Dimension aufsteigen und das versuchen die natürlich zu unterbinden. Und deswegen kommt natürlich permanent immer das ganze Kriegsgeschrei und das ganze, was da noch kommt und da noch kommt, um die Menschen permanent in dieser Angst zu halten, in die innere Kälte zu bringen. Aber wenn wir wieder in die Freude kommen, wenn wir wieder das Leben bejahen, im Hier und Jetzt leben, dann erheben wir unsere Energie. Und dann passiert ja Folgendes, dann wird das innere Feuer, der innere Lichtkern, der uns verbindet mit allem, mit der Schöpfung, zu einem Feuer. Und wenn wir wieder innerlich brennen und Feuer sprühen, ja, was passiert dann? Dann ziehen wir anhand unseres Energiefelds wie ein Magnet die Seelenfamilie zu uns. Und das geschieht, oh, jetzt kriege ich noch Gänsehaut. Und liebe Anja, das geschieht ja jetzt gerade. Man merkt ja, wie die Seelenfamilie zusammengeführt worden. Das hat alles nur mit Frequenz, mit Energie zu tun. Und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit, auf die wir zusteuern. Und ja, möchtest du noch vielleicht zum Schluss noch, ich habe noch einen Punkt, wo wir noch kurz besprechen wollen. Du hast auch was über, bevor wir wieder abdriften, ja, aber ich weiß, wenn man was am Redefluss ist, mir geht's genauso, möchte man noch ganz kurz, habe ich mir noch einen Stichpunkt gemacht, spirituelle Praktiken. Da hast du ja auch ein paar schöne Kapitel im Buch drin. Okay, super, genau. Ja, also, das ist, siehst du es? Ja, ich sehe es, ich hab's groß auf dem Bildschirm. Ist Also, du wunderbar. siehst jetzt diese Doppelseite, das Inhaltsverzeichnis, wo links Inhaltsverzeichnis drüber steht? Ja. Ja, okay, also das ist jetzt im Moment, das ist mein Buch und hier gibt es ein Kapitel, das heißt Kapitel 16, spirituelle Praktiken. So. Ja. Und dieses Kapitel beinhaltet einige Beispiele, die ich selbst persönlich anwende. Denn es geht, also ich nenne es gerne so, es geht um die Rückeroberung des eigenen Denkens. Ah Weil ja. dieses, was du, wie du es geschildert hast mit dieser Röhre oder so oder wo die Löchrigkeit ist, das ist ja auch, das ist ja genau das, wo unser Denken, unsere Denkenergie gekidnappt wurde und gekidnappt wird, pausenlos. Wenn man es mal so in Anführungszeichen setzen will, ja. Deswegen ist es so wichtig, sich selbst zu beobachten, um zu realisieren, wo geht gerade die Energie hin, wo geht die Aufmerksamkeit hin, geht die Genau. in irgendein Drama, in irgendein Krieg, in irgendein, was hat der wieder gemacht? Oder auch, ich meine, das ist zwar das Sympathischere, aber wo ist jetzt das nächste UFO? Manche sind so ausgerichtet auf die rein physischen Aspekte der Ufologie, dass sie mit der spirituellen Facette sozusagen wenig Berührungspunkte haben. Ja, und das ist zum Beispiel auch so etwas, wo ich mir auch wünschen würde, dass das im Laufe der Zeit mehr zusammenkommt, dass also auch die sind ja meistens Männer, hauptsächlich die Männer, die hauptsächlich so die ganze physische Ufologie und ja, welche Raumschiffe gibt es und wo kommen die alle her? Und die dann aber so jemand wie Omnik und mich zum Beispiel überhaupt nicht wahrnehmen und gar nicht betrachten, dass es in Wirklichkeit um eine spirituelle Botschaft geht und nicht allein um die physischen Phänomene, ja? Genau, das noch gesagt zu haben, sozusagen, spontan,
Hier geht es also in diesem Kapitel um einige spirituelle Übungen, die ich gerne mache. Das dient rein der Inspiration. Wenn man also das Gefühl hat, das ein oder andere für sich anwenden zu können oder zu wollen, wunderbar. Vielleicht dient es auch dazu, dass du selbst dein eigenes Gebet kreierst oder dein eigenes autogenes Training oder deine eigenen Impulse, setzt. Das Wichtigste ist wirklich, aus meiner Sicht und Erfahrung eine spirituelle Praxis oder mehrere spirituelle Praktiken anzuwenden, um die Energie wirklich nach innen zu holen, um wirklich bewusst in die Bewusstheit zu gehen und nicht die Gedanken immer nur rumfleddern und rumfliegen zu lassen, sozusagen, ne? Sondern wirklich die Energie der Verbindung einzuladen. Das ist ein bisschen holprig formuliert, aber zum Beispiel kurz im Bewusstsein ruhen nach Jen McCarthy, wenn ich jetzt einfach mal nur eins rauspicke. Ja. Das ist einfach eine super simple spirituelle Übung, die trotzdem extrem effizient und wichtig ist. Einfach mal kurz vom Gedankenzug runterspringen. Einfach mal einmal atmen und einmal innehalten. Genau. Ist ein Augenblick der Präsenz. Es geht darum, die Bewusstheit in die Präsenz zu holen. Weil meistens, wenn wir völlig mit der Matrix und mit dem 3D-Bewusstsein identifiziert sind, werden wir geboren und laufen unser Leben lang unbewusst durch unser Leben und unsere ganze Energie wird verplempert. Durch Emotionen, durch Dramen, durch Krankheiten, durch Kriege, durch allen möglichen durch Überlebensmechanismen. Spirituelles Erwachen kommt aber von innen und das bedeutet, in die Präsenz zu kommen, ja? Oder hier Yin und Yang Gedankenstopps nach Eckhart Tolle, die finde ich sehr, sehr lustig. Super, Also ja. Yin bedeutet, nee, das ist Yang, also das Radikale. Ich verweigere jeden Gedanken radikal in meinem Hafen anzulegen. Ne? Bei mir darf kein Gedanke anlegen. Ich bin einfach hier. Punkt. Ja. Oder die freundlichere Weise oder die Yin-Sei-Art ist, I have no com ich habe keinerlei Beschwerden, also ich beklage mich jetzt über gar nichts. Ich lasse es einfach alles, wie es ist. Das bedeutet hundertprozentige Akzeptanz. Ne? Sehr schön. Ja, da Auch sehr hast du. powerful, vielleicht noch als letztes, weil das wirst du bestimmt auch von Saskia hören. Du wirst ja demnächst mit Saskia ein Gespräch führen. Das habe ich von ihr und von Q. Ich befehle meinem Geist, die Gedanken aus meinem Kopf zu nehmen und sie in mein Herz zu legen. Ah. 5, 4, 3, 2, 1. Das ist auch sehr powerful, wenn ich einfach meinem eigenen Spirit, meinem eigenen Geist den Befehl erteile, hol meine Gedanken in mein Herz. Hol die Genau. Gedanken, die hier mich irre machen, die um mich rumsausen, die mich überall hin zerstreuen. Ich befehle meinem Spirit jetzt, die Gedanken aus meinem Kopf zu nehmen und in mein Herz zu legen. 5, 4, 3, 2, 1. Und so ist es. Und so ist es. Genau. Das ist Präsenz. Ja, es gibt so viele einfache geistige Übungen, um sofort wieder bei sich zentriert zu sein. Deswegen habe ich ja auch bei meinen letzten Videos immer wieder mal auf das Betrachten der Kerze hingewiesen, weil das ist auch eine ganz wunderbare Übung. Das wusste ich auch in einem Videokommentar, hat mir das sogar auch einer geschrieben, dass das, ich habe es noch auf Facebook noch gelesen, dass das in Indien schon lang praktiziert wird. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es heißt, bevor ich was Falsches sage. Das ist aber in Indien bekannte Praktik durch das permanente Schauen in das Kerzenlicht, ja, und die immer das sture Reingucken, oder am besten alle Lichter drumherum ausmachen, nur ins Kerzenlicht schauen, dann fangen sich sofort deine Gehirnhälfte an zu synchronisieren und im Moment, wenn du dann das Kerzenlicht doppelt siehst, sind deine Gehirnhälfte synchronisiert und dann kannst du in dich gehen und für dich dein eigenes Gebet sprechen. Wir haben auch verlernt in dieser schnelllebigen Zeit, mal ein Schutzgebet zu sprechen, wie das ausschaut. Da hat ja jeder seine eigene Vorstellung. Ja, das spielt ja gar keine Rolle, wen man da anspricht, sondern einfach, dass man sich bewusst ist, dass da noch viel mehr gibt, ja, dass da eine Führung da ist, dass da deine Schutzengel da sind oder die Ahnen dich unterstützen oder du verbindest dich direkt mit der Quelle. Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Wenn man mal wieder innerlich spürt, dass man so eine gewisse Zerrissenheit spürt, dann hat man wieder irgendwelche Trigger gekriegt. Und das geht ja oft ganz schnell an, ja.
Man schnappt ja die ganze Dinge, diese Trigger unbewusst auf und da wundert man sich plötzlich, warum bin ich heute so unausgeglichen, warum habe ich so eine innere Unruhe? Und dann weißt du eigentlich, das kommt eigentlich nicht von mir, es gibt ja keinen Grund, unruhig zu sein. Und dann muss man sich einfach immer wieder rückfragen selber und sich zentrieren. Und hin und wieder ist auch eine ganz gute Übung, wenn man einfach mal für sich, für den Kopf her, mal seine Wohnung ausräuchert mit einem guten Weihrauch. Oder ich tue zum Beispiel vor jedem Videogespräch, auch heute bei dir, mit Palisanto den Raum reinigen. Palisanto ist sehr gut, um Räumlichkeiten zu reinigen und um einfach für sich ein gutes Gefühl zu schaffen, einen Wohlfühlraum zu schaffen. Und wenn man dort das Gefühl reingibt, dann öffnen sich dann wieder die neuen Räume und das sind die Dinge, wo jetzt wirklich ganz, ganz wichtig sind. Liebe Anja, dann würde ich sagen, noch ein letztes Abschlusswort an mein Publikum. Möchtest du noch irgendeine Botschaft, wo dir noch wichtig ist, an meine Zuschauer übermitteln? Einfach aus dem Bauch raus, aus dem Gefühl, nicht überlegend, einfach fließen lassen. Okay, dann schenke ich uns einen Moment der Stille. Wunderbar. Stille ist ein ganz, ganz wichtiges Instrument, um wieder bei sich anzukommen. Wir wollen jetzt auch die Stille dahingehend nicht weiter unterbrechen. Liebe Anja, ich danke dir von Herz zu Herz, von Mensch zu Mensch für das tolle Gespräch. Ich Ich freue danke mich dir. nächsten Samstag auf dem Kongress. Du bist ja auch da mit deinem Bücherstand und ich freue mich auch riesig wieder Seelenfamilie zu treffen und ich werde definitiv schönes Wetter bestellen, dass wir endlich jetzt auch bei uns im Allgäu warm bekommen. In diesem Sinne, meine Lieben, wie gesagt, das Buch werde ich noch in der Videobeschreibung verlinken. Das könnt ihr auch bei mir direkt bestellen. Natürlich auch bei der Anja und die Anja wird nächsten Samstag bei mir auf dem Kongress sein. Und dann habt ihr immer noch die Möglichkeit, zu ihr an den Stand zu gehen und Frage zu stellen. Ich wünsche euch eine Genau. gute Zeit. Bleibt in eurer Kraft. Bis zum nächsten Mal. Euer Rainer. Danke, Rainer. Tschüss. Gerne. Tschüss.